Einen wunderschönen guten Tag erlaube ich mir zu wünschen. Oder besser gesagt, Abend. Abend. So, hatte ich schon vorgearbeitet? Habe ich irgendwas in der Tasche, was ich machen wollte? Nö. Gut, dann weiß ich nicht, was ich machen wollte. Ja. Wir haben gerade eben so schön Fortnite miteinander gezockt. Sind wir ein bisschen durch die Gegend gecruised. Und gelootet, bis wir voll waren. Bis Hutkrempe. Und dann kommt ja normalerweise der Schmetterling, ne? Wenn der Schmetterling kommt und dir Loot zeigen will, das macht er dann am liebsten, wenn du schon voll bist. Und wir sind dem einen sind wir dann hinterhergerannt und was gab's? Nix. Er ist einfach im Boden verschwunden, der Sack. Alles abgehakt hier. Geharkt. Abgeharkt. Okay, von dem dann eben. Ansonsten habe ich nicht so viel von Doppelpunkt. Das war alles eigentlich ganz moderat. Dadurch, dass ich ja mit den anderen nicht mehr kochen kann, muss ich da jetzt auch nicht so wahnsinnig drauf achten. Nehmen halt mal Kartoffeln. Sonst habe ich ja tunlichst versucht, die Standardsachen beizubehalten, was man eben so braucht für Festtagstorte und so Gelumps. Okay, gut. Die Dari habe ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gefunden, allerdings speziell danach gesucht habe ich auch nicht. Also ich hatte normalerweise aber richtig viel Glück, das ist in letzter Zeit nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob sie was daran geschraubt haben. Oder weil ich anders spiele. Sprich, nicht mehr so oft. Und exzessiv. Brr. Das ist auch das, was bei Stardew Valley bei mir eigentlich auch das Wichtigste war, dass ich mich mit den NPCs gut unterhalten kann, dass da Story kommt und dass ich da Hintergrundgedöns und sowas erfahre. Das fand ich, also die Tiefe des Spiels sozusagen durch die NPCs, das habe ich ja geliebt an Stardew Valley. Und dann kamen Fans dazu mit Mods eben tatsächlich die Dialoge auch noch aufzupeppen. Das war super. Grandios. So, das behalte ich. Das kann ich, glaube ich, auch schon rausschmeißen, oder? Tomaten, 30, ja, langt. Reicht. So, was haben wir denn? Gut, schmeißen wir das rein. Da können wir auch nochmal auffüllen. Da füllen wir auf. Und der Kleine. Der Kleine besuchen. Na du? Sehr nuktier. Oh, da habe ich nicht vergessen. Den habe ich ja so abseits gestellt, ne? Das ist, könnte ungünstig werden. So, was haben wir für Glück? Wir haben Eichelglück. Keine verstrahlte, aber was soll's. So, jetzt wollte ich gucken gehen.
das? Fängt wieder an. Hä? Hey, ich wollte doch. Ach so, im Haus kann ich dann doch nicht gießen. Ah, verstehe. Es sieht ja schon ein bisschen aus wie ein Busch eigentlich jetzt im Moment, ne? Ist es aber nicht, natürlich. Das finde ich aber schön, dass ich mir da im Haus Bäume wachsen lassen kann. Das werde ich auch tunlichst dann nicht mehr wegmachen. Auch wenn sie es vielleicht irgendwann fixen. Ich finde das gut. Also doch. Von was habe ich denn viel zu viel? Das muss ich sowieso rausschmeißen. Das ist ja Sternequalität. Okay. Gut. Haben wir hier irgendwas? Achso, ich habe ja den ganzen Krempel hier drin, ne? Was habe ich denn da? Ich habe die ganzen Fische da reingeschmissen, auch die ganz normalen, ne? Ja, hier 9. Wieso hatte ich denn jetzt da 3 gebunkert? Ich habe doch extra nur noch 2 von allen versucht zu bunkern, damit es nicht so voll ist. Und es ist auch kein Fisch, den man verhackstücken kann. Also keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. So, jetzt kann ich die Dari da reinschmeißen. Habe ich noch irgendwas Interessantes? Nicht wirklich. Ja, komm. 17 von denen weg. Hier irgendwas drin? Nö. Hier irgendwas? Das war doch nur sammelbares Zeug, was ich in Sternequalität hatte. Okay, das können wir auch mal rausschmeißen hier. Ah ja, doch, da sind sie. Und das Pak-Choi-Zeug, oder wie das heißt. Nee, Quatsch, für Ingwer war es, ne? Ingwer, die hier, genau. Weil die so knifflig zu hacken sind, habe ich mir die extra versucht, hier reinzubunkern, wenn ich mal irgendwann nochmal mit den anderen zusammen ne, so ein Quatsch. 4. Kann man ja schneller so machen. Wenn ich mal wieder irgendein Gericht war es, wo man die braucht, ja, die glücklichen Fische oder so. Da ist es zwar schon verbessert worden, dass man die nicht mehr so extrem schnell hacken muss, die Dinger. Aber es ist trotzdem knifflig, ich habe es schon gemerkt. Also, wahaha. Oh, es ist ja Montag, Leute. Da können wir endlich mal ein bisschen wieder was machen. Noch nie gebastelt. Was haben wir denn da? Blümchen. Das ist aber schwarz. Ich hätte gern erstmal was in Himmelblau. Damit man das abhaken kann. Mann, echt. Das ist nur gewöhnliches Zeug. Ah, hier was. Gut. Gut, und jetzt irgendwas in Grün haben wir aber auch nicht, ne? Grün ist auch aus. Tatsache. Okay, das hätten wir aber nicht in Grün, ne?
Das ist auch besonders. Nee, grün ist nicht. Ich weiß gar nicht. Was hätten wir denn in grün, was ich einfach mal gut gebrauchen kann? Was mag. Die Rohre zum Beispiel, die müssten doch. Obwohl, ich glaube, von den Rohren habe ich noch nicht mal so wahnsinnig viel. Da bin ich noch nicht weit genug, dass ich auch Rohre bauen kann. Wo ist denn das glutgeborene Zeug? Glocken? Glutgeboren, wenn nicht? Ich habe doch gar nicht auf. Doch, ich habe es auf. Ja, okay. So viel dazu. Glut. Glut, Glut, Glut. Das ist auch alles nix Grünes. Nee. Auch Luid. Ja, so viel Doppeltore brauche ich jetzt nur wirklich nicht, ne? Also ich was könnte ich denn gebrauchen? Was Grünes? Wenn so ein Deko-Gerümpelte. Nicht so grün. Du bist sowieso ganz besonderes. Okay, nee. Hat keinen Sinn. Dann nehme ich halt irgendeins von den anderen Sachen hier. Wird ja hoffentlich gezählt, oder? Ja. Genau. Wird gezählt. Es wird so langsam leerer. So wahnsinnig viel habe ich jetzt nicht mehr Ungewöhnliches zu bauen. Das ist alles. Also bei euch wird es ja noch schneller wahrscheinlich gewesen sein, weil ich habe mir ja immer nur aufgehoben. Das ist schade. Es sind ja hübsche Sachen dabei, ne? Aber das Zeug kannst du ja schließlich nicht verkaufen. Das ist ja das Dilemma. Irgendwann ist ja mal auch gut, ne? Der Thron? Was ist das? Sofa, okay. Sieht sehr bequem aus, ne? Wahnsinn. Er tut aber bestimmt der Rücken weh. So. Jetzt könnte ich eigentlich wieder magische Bäume fällen gehen, weil ich habe jetzt so viel von dem glutgeborenen Zeug gebastelt. Apropos, jetzt habe ich es natürlich hier reingeschmissen. Das war natürlich super intelligent. Anstatt dass ich es mir erstmal anguckt, ne? Hahaha. Warum denn auch? Wer sollte denn? Warum? So, das. Nee, das war's nicht. Das war's. Dieses Mond. Mond, Mond, Mond. Irgendwas. Das da war's. Gut. Nett. Jetzt schon riesig, ne? Das andere Grünzeug war auch irgendwie so sehr platzraubend. Okay, das muss ich irgendwo hinhängen. Obwohl, ich weiß gar nicht, kann ich das überhaupt hier hin? Nee, kann ich nicht, ne? Gucken wir uns das erstmal an. So, hier so oberhalb des Fensters.
Oh, ja, süß. Putzig. Also dafür, dass es was glutgebundenes ist, sieht es ein bisschen schäbig aus, oder? Den will ich doch gerne hier irgendwo hinstellen. Obwohl, also, das ist eigentlich auch schon in Ordnung. Das hat was. So, jetzt gucke ich mal nochmal. Nee, ich hatte es bei Labyrinth, hatte ich den Baum hingepflanzt, oder? Und noch irgendwo. Schloss Klutgeboren hatte ich ihn ja extra nochmal gestellt. Aber hier ist es jetzt so, dass der gar nicht zu sehen ist, der andere Baum. Also so richtig schrall ich es nicht, ne? Also auf manchen Stellen wächst er durch, auf manchen nicht. Also rein theoretisch müsste ich ja den letztgebauten Baum auch hier dann so stehen haben, weil es ja auf der Piranha-Plantage ist er ja schließlich auch durch die Hauswand durchgewachsen. Also vielleicht, weil es die Hauptfarm ist. Ach. Spekulier, Rumrat. Hallo. Na du? Ein rotes Ei. Das kannst du dann so täglich Ratespielchen kannst du machen, ne? Brauche ich da eigentlich noch? Ja, da muss ich noch ein bisschen was gießen. So. Eingeimpft. So, raus, 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 raus. Fertig. Also irgendwie wird es weniger im Lager. Ich frage mich aber, warum? Ich verstehe es nicht wirklich. Ich hatte unfassbare Probleme mit dem ganzen Loot. Ach so, es ist ja, wie gesagt, Montag. Da könnten wir jetzt wieder rumraten, was er denn möchte. Gehe ich wieder meine Schnuckis anschmusen. Mir ein bisschen Streicheleinheide abhole fürs Ego. Na, dadurch, dass ich am Sonntag ja so lang gespielt habe, habe ich es ja schön genießen, ausnutzen können. Ach, guck mal da. Werde ich heute ein bisschen kürzer treten. Hast du meinen Jungen irgendwo gesehen? Wie geht's dir denn so? Sagt das nicht Ashura, aber dieses Training ist viel härter als in meinen jüngeren Jahren. Ich würde es ja langsam angehen lassen, aber ich weiß, dass die anderen Leute im Dorf es merken würden, wenn ich mein Tempo zurückschraube. Dann? Ich darf nicht zulassen, dass mich alle für schwach halten. Ja, das Problem hatte ich auch mal. Ich bin da drüber zum Glück hinausgewachsen. Also, meistens. Von wegen, ne? Fahrradunfall. Abklopfen, weiterfahren. Manchmal mache ich mir etwas Sorgen um Hassian. Er kann so beschäftigt sein, dass er vergisst, etwas zu essen. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, könntest du ihm dann ein paar Chabasada-Tacos mitbringen? Die mochte er immer am liebsten. Nee, also dafür, ne? Dass er sie als mit Mutterpflichten, Mutterinstinkten eher wenig beschenkt sieht. Also sie sorgt sich schon um ihn, aber das ist halt, ne, das Miteinander kommunizieren ist halt die Krux an der Sache. Kenyatta und Eshe kriegen das irgendwie nicht so richtig geappelt. Ich wollte irgendwie sagen, haben die das hier irgendwie geändert? Nee, ich bin nur auf einem ganz komischen Pfad eben gelaufen. Das ist halt das Problem. Normalerweise, wenn ich hier mal querfeldein renne, ne, kenne ich die Wege nicht wirklich. Also wenn ich mich an die Wege halte, sieht es plötzlich ganz anders aus.
Okay, also hier ist nichts. Ich bin da auch nicht vorbeigelaufen, oder? Ja, gut. Hätte ich mir jetzt gerade auch zugetraut. Ich möchte meine Steine oder ein Stück Holz. Ach, apropos Holz. Da war da was. Da war was. Was hättet ihr denn gerne? Oh, da habe ich nur ein einziges, glaube ich, oder? Ja. Sorry. Ach komm. Amethyst. Amethyst, Amethyst, Amethyst. Weiß ich jetzt gar nicht, wie viel ich davon habe. Muss ich mal gleich mal gucken. Nur 14, okay. Ich dachte, das wäre was Üblicheres. Ist es aber nicht. Nee, da bin ich geizig. Das ist der Notgroschen, ne? So 300.000 Münzen Notgroschen. Okay, hier ist nix. Hallo Fröschlein. Steiner. Also das kann natürlich jetzt Glück sein, ne? Aber kann das nicht vielleicht doch sein, dass mit diesen Bällen die Dinger einfach schneller zu fangen sind? Also, weiß nicht. Mit den Rauchbällen habe ich irgendwie viel mehr draufballern müssen. Aber das kann natürlich auf das Vieh drauf ankommen, ne? Also, das weiß ich nicht. Warte, 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 warte. Das war, glaube ich, ein. Ja, genau. Das ist einer von denen. Mit Sternchen. Hatte ich gehört. Ich dachte erst, es wäre ein Grashüpfer oder sowas in der Art, so wie der da. Aber das Getibbel hat ihn verraten. So, was war denn hier? Das sind die Häuser von Tisch und Eloisa, ne? Tisch müsste schon auf dem Weg sein. Ja, haltet sie! Ich möchte nicht rennen. Ich wollte gerade sagen, warum steht denn die auf einmal? Möchtest du mir ein neues Kleid sehen? Das Leben im Tal ist friedlich, nicht wahr? Hm? Hi, Schatz. Was hast du denn als nächstes vor? Ich werde vielleicht nach Bahari gehen. Oh, wir sollten das nächste Mal zusammen gehen. Ich wollte schon immer mal ein paar Blumen dort pflücken. Setzen gern. Jill hat erwähnt, dass er an einer neuen Kollektion von Lederstiefeln arbeitet. Er wüsste es sicher zu schätzen, wenn du ihm ein paar Materialien dafür besorgen würdest. Jo, in deinem Geschäft zum Beispiel kann ich mir ja Leder kaufen, ne? Ich hab ja Geld zu viel. Aber es ist für Jill, von daher mal jetzt nicht so dringend. Auf meiner Prioritätenliste eher ganz unten, ne? Also so ganz weit unten. Eher so auf dem Blatt gewendet. Hinten, unten. Oh. Ich benötige jemanden fähigen für diese Aufgabe. Du
Du kommst gerade rechtzeitig. Was? Im Flirten? Du hast heute ein besonderes Leuchten in deinen Augen, Sally. Ich frage mich nur, wie du so beeindruckend geworden bist. Training? Es tut mir leid, ich lasse mich so einfach von dir ablenken. Oder das ist wie ein Vorwurf, das ist ja furchtbar. Ich überlege, wie ich dich am besten um ein Date bitten könnte. Ich habe versucht, eine gute Zeile zu finden, aber mir fällt nichts ein. Ich frage mich, wie du so beeindruckend geworden bist. Ja, erzähl mal bitte von deinem Training. Nun, ich mache nur meinen Job. Daran ist nichts Beeindruckendes. Du jedoch. Ach, egal. Oh, was? Professionalität? Was? Wie? Wo? Moment. Es waren ein paar lange Tage. Es wäre schön, mit einem Teller Sashimi zu verjüngen. Sashimi. Das ist dieses Fischzeug, oder? Warte mal. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Warte mal, wie ist es bei ihm denn noch? Freundschaftsstufe. Freund? Laut Sifu bist du einer von Hassians engsten Gefährten. Stufe über dem Hund oder so, ne? Obwohl, noch nicht mal wahrscheinlich. Du hast bewiesen, dass du mehr als nur ein fünfer Mann für Subira bist. Du bist auch ihr enger Freund und Ermittlungspartner. Du und Subira gehen nicht auf Dates, sondern einfach auf berufliche Ausflüge. Die Formulierung macht's, ne? Die Quest ist jetzt verfügbar. Sprich mit den entsprechenden Dorfbewohnern oder sieh in der Wurst nach, um sie zu aktivieren. Ah, das ist das komische Zeug hier. Okay. Gut, gut. Oh ja, sie ist angeblich schon bei mir zu Hause, sehe ich gerade oben rechts. Oder jemand anders, das kann natürlich auch sein. Pass mal auf, das machen wir dann auch mal ganz kurz und schmerzlos. Bevor ich nach Bahari gehe. Also gesagt habe ich ja, dass ich hier nicht so lang spielen werde, aber ne? Wenn man da mal dabei ist, kennt man. Oh, ich brauche einen scharfen Verstand, wie den deinen. Du bist hier, wunderbar. Ich habe eine Aufgabe, bei der ich gehofft hatte, deine Hilfe zu bekommen. Wo wird meine Anwesenheit benötigt? Du verhältst dich seltsam. Nö, nicht wirklich. Das ist bei dir doch normal. Eine Mission? Hä? Endlich etwas Action! Eine Mission, hä? Ich bin ja schon versucht, ne? Aber endlich etwas Action ist schon wahr, ne? Du bist immer so entgegenkommend, Sally. Das schätze ich an dir. Entgegenkommend. Ich glaube, dass bald ein weiterer Handel am Leuchtturm stattfinden wird. Ich finde, dass wir ihn in einem sicheren Versteck, an einem sicheren versteckten Ort in der Nähe beobachten. Okay, lauschiges Plätzchen. Ich muss dich jetzt warnen. Observierungen sind selten so aufregend, wie man sich das vielleicht vorstellt. Du springt Picknickkorb mit. Wir werden eine lange Zeit still zusammen verbringen und in die Dunkelheit starren. Und wenn wir Glück haben, haben wir am Ende die für nötigen. Am Ende die für nötigen Beweise, um Verhaftung vorzunehmen. Die dafür nötigen Beweise, um Verhaftungen vorzunehmen. Ich bin gerade eben sehr gestolpert. Deswegen. Ich mache das normalerweise allein, aber ich dachte, vielleicht möchtest du dieses Mal dabei sein? Klar, ich würde gern helfen. Warte, also ist es tatsächlich eine Mission? Ja, ich würde gern helfen. Ausgezeichnet. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Es gibt einige Vorbereitungen, die ich treffen muss, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Ich würde es schätzen, wenn du für unser Essen während der Beobachtung sorgen könntest. Ja, locker, weil ich ja so gerne koche, ne? Klassisches Steakgericht, Tomatensuppe, pfannengerührtes, Apfelkuchen. Mir ist ziemlich egal, was du mitbringst, solange es etwas ist, das du gerne isst. Nun, dann sehen wir uns heute Abend. Komm nicht zu spät und stell sicher, dass du nicht verfolgt wirst. Alles klar. Hohe Einsätze. Ach du Scheinblässe, was soll ich denn? Bringe zwei klassische Steakgerichte. Tomatensuppen. Also doch alles, was er aufgezählt hat. Gebratene Fleischpfannen. Apfelkuchen. Ey, das wird ja ein richtiges Festmahl. Meine Fresse, ey. Also, sei mir nicht böse, aber wie lange willst denn du da verharren? Weil zwei Steakgerichte. Also gut, eins für mich, eins für sie, klar. Eine Tomatensuppe, damit der ganze Krempel besser rutscht. Fleischpfanne. Und dann noch ein Apfelkuchen. Boah.
Also ein kompletter Apfelkuchen, ne? Also nicht nur einfach so ein Stückchen. Das ist schon ein bisschen Hobby, du. Also, wir sollen das alles essen. Wenn wir einen gefangen nehmen, dass der dann auch gleich verpflegt ist, der gut oder was? Gestehe, ich habe eine Waffel. So. Das ist es, ne? Also Pfanngericht und Fleischpfanne war es doch, oder? Mama, machen wir erstmal auf Nummer sicher. Tomatensuppe war es auf jeden Fall, ne? Wo sind die? Tee? Ach so, die heißt ja bestimmt wieder ganz anders. Die heißt nicht Tomatensuppe, die heißt irgendwie cremige Tomatensuppe oder irgend so ein Quatsch. Obwohl, kann ich die überhaupt? Doch, hier. Ja, kann ich nur so kochen. Ja, die gefüllten Tomaten sind neu, ne? Wuhu. Ich muss noch gucken. Gebratene Fleischpfanne. Klassisches Steakgericht. Apfelkuchen. Gut, Apfelkuchen ist eh nicht hier, ne? Klassisch. Klassisches Steakgericht. Obwohl, müsste ich eigentlich. Ich glaube, von dem hätte ich noch. Das hatte ich mal irgendwann für Hodari. Also hier. Nee, Aquinto Schabba ist das. Klassisches Steckgericht. Das Fisch. Nee, dann war es doch nicht. Gebratenes irgendwas. Apfelkuchen haben wir auch nur einen. Okay. Gebratene Fleischpfanne war das, ne? Das ist jetzt aber. Sieht aus wie Tomatensuppe wieder. Habe ich das jetzt verkehrt gedrückt? Nee, das ist was anderes, das da. Irgendwo wird das Licht ausgemacht.
Ich habe Käfer in der Tasche. Und Essen. Soll sich nicht so anstellen, ne? Die isst ja gerne in der Wildnis. Oh, das wird eng. Ach, das ist auch noch mit Pfannenwänden. Bäh. Das kann ich ja gar nicht leiden. Da hatte ich jetzt Glück, dass ich das richtige Knöpfchen gedrückt habe. Das kann nämlich bei mir sehr oft in die Hose gehen. So, dann gucken wir noch nach dem Apfelkuchen. Haben wir da auch alles? Jo. Gar kein Problem. Achso, ich muss erstmal schnibbeln. Das ist auch so ein Quatsch. Warum das nach unten rutscht, anstatt gleich oben? Perfektamo. So. Das eine behalte ich mal. Das könnte ich dann noch Tisch geben. Das ist was für Hodari. Das ist für Sifu. Und boah, Fleischpfanne, weiß ich nicht. Irgendeiner wird schon hier aus den Krallen reißen wollen. Apropos, ich könnte ja auch mal was essen. Die Uhrzeit. Mist, könnte ich jetzt eigentlich noch mal gießen? Ne, warte, 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 warte. Der war's, ne? Der ist schon ein bisschen weiter gewachsen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das auch zählt, ne? Weil ich den ja da mal weggenommen habe. Kann ich ja mal zur Sicherheit, kann ich nach den anderen gießen gehen. Weil der ist ja jetzt von Anfang an dastehend. Gut. So. Nee, verkehrte Richtung. Da flitzen wir mal da hinten zum Bahari-Leuchtturm. Bin ja doch neugierig, ne? Verstehe jetzt nur nicht, warum da nicht abgehakt ist. Ich meine, gut, ich habe es noch nicht zum Leuchtturm gebracht, aber normalerweise, wenn du das Zeug in der in der Tasche hast, wird es doch markiert in der Questleiste. Warte darauf, dass die Fehlschichte fortgesetzt wird. So. Bim, 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 bim. Ich fange hier an und guck nach dem Strandgut. Vielleicht habe ich ja Glück und das fängt da hinten an.
dass es dort irgendwo steht, angeschwemmt wurde. Uff. Wo werden wir uns denn da bitte schön verstecken? Nix da. Ja gut, ich muss wahrscheinlich in diesen Kellerkabuff muss ich wahrscheinlich rein, ne? Die wird ja jetzt nicht irgendwo hier draußen rumstehen. Das muss ja dann sozusagen abgeschlossen, abgeschirmt sein. Oh, perfekt. Sie ist ja generell immer abgeschirmt. Entweder auf dem eigenen Plot oder halt in ihrem Kabuff, in ihrem Zimmerchen. Sie läuft ja nicht durch die Gegend wie andere. Ich kann mir das eigentlich nur dadurch erklären, dass sie eben erst zu einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte überhaupt auftaucht. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Ich habe ja keinen zweiten Account, den ich gerade spiele. Ich habe zwar einen angelegt für meinen Stiefvater, aber der hatte da nicht so wahnsinnig viel Interesse dran. Der hat jetzt ein anderes Spiel, wo er farmen kann. Und ich meine, es war ja eigentlich auch nur für Pflanzengedöns anbauen und so was. Das macht er halt so ganz gerne. Da kann er entspannen. Aber er hätte ja auf dem eigenen Plot auch bleiben können, ne? Das hätte ja auch gereicht, sozusagen. Und nur wenn er halt mehr Zeug braucht, hätte er nach draußen gehen können. So, fahr mal, hier war, ne? Bin mal gespannt. Machen wir uns jetzt hier gemütlich mit bisschen Kerzenschein. Oh, okay. Ich sehe da, wir haben den gleichen Gedanken gehabt. Sehr schön. Ja, wir müssen unser Bestes tun, um alle zu beschützen. Ich freue mich darauf zu sehen, was du mitbringen wirst. Ja, das, was du bestellt hast, Schatz. Ich habe ein klassisches Steakgericht mitgebracht. Ich habe cremige Tomatensuppe mitgebracht. Ich habe Fleischpfanne mitgebracht. Du hast Apfelkuchen. Ja. Also sie steht ja nicht so auf Süßkram. Also ich hätte jetzt gedacht, dass entweder das oder das so ihr Ding wäre, ne? Ich würde sagen, mit dem Reis, mit der Fleischpfanne, ne? Oder sie will ja wissen, was mir am besten schmeckt. Von dem ganzen Zeug muss ich ganz ehrlich sagen, Tomatensuppe fände ich jetzt richtig geil. Mit Mozzarella und ein bisschen Chili drin. Du musst sehr gut im Gärtnern sein, um die Zutaten für deine eigene Tomatensuppe anzubauen. Ich nehme an, ich sollte mir merken, dass du Suppen magst. Ja, Eintopf, Suppen. Finde ich gut. Bevor ich nach Kilima kam, wusste ich nicht, wie farbenfroh die Welt war, wie viel Vielfalt sie hatte. Gerüche, Geräusche, Anblicke. Natürlich wusste ich diese Dinge auf logische Weise. Ich habe sie während meiner Mission observiert und seltsame Dinge als Beweise vermerkt. Aber ich habe sie nicht gefühlt, bevor ich nach Kilima kam. Bevor ich dich traf. Also, der Kerzenschein tut ihr ein bisschen gut. Sie sieht zwar immer noch leicht gräulich aus, aber nicht so kränklich wie in ihrem eigenen Zimmer, ne? Komm, setz dich. Die Nacht ist noch jung. Wir haben viele Stunden, bevor unser Ziel eintreffen wird. Ziemlich gemütlich, wie sie Observierungsort.
wie das Kerzenlicht nicht Aufmerksamkeit erregen. Was Froschen so blöd. Ziemlich gemütlicher Observierungsort. Ja, ich sehe keinen Grund, warum wir uns beim Warten unbequem fühlen sollten. Die Fallen, die ich aufgestellt habe, werden uns melden, wenn sich unsere Verdächtigen nähern. Der arme Kenli. Der wird wahrscheinlich jetzt kopfüber irgendwo baumeln in einer Falle oder so, die arme Butz. Und unten hockt dann Chapa. Ich habe diesen Wein auf Empfehlung der Magistratin ausgewählt. Es scheint, er stammt aus dem Weingut ihres Neffens Eschlon. Ich mag keinen Alkohol. Es gibt auch andere Snacks im Korb. Ich war nicht sicher, was du sonst noch mögen könntest. Deshalb wollte ich sicherstellen, dass zumindest etwas Essbares dabei ist. Wäre ich ein besserer Koch, hätte ich dich vielleicht nach dem Rezept gefragt, um es selbst zu machen. Aber dir wirst dich wohl mit vorgekauften Crackern und Daya Hofkäse begnügen müssen. Käse. Cracker und Käse. Ja, da passt Wein dazu, habe ich schon gehört. Aber wie gesagt, mir schmeckt Alkohol halt nicht. Da sagt die Nase Gift weg. Gut, dass ich eine männliche Mülltonne bin. Also so krass, nur auch wieder nicht. Ich bin schon ein bisschen schnägig, ne? Da hättest du dir nicht all die Mühe machen müssen. Natürlich hätte sie das nicht müssen, aber es ist schön, dass sie es getan hat. Ich könnte dir beibringen, wie man kocht. Also trink mir während der Arbeit. Ich könnte dir beibringen, wie man kocht. Also, ja, das wäre schön, Sally. Komm, lass uns essen. Erzähl mir von deinem Tag. Die Zeit vergeht, während du dich mit Subira unterhältst. Sie schaut nicht ein einziges Mal weg, sondern konzentriert sich ganze Zeit auf dich. Also ist das jetzt wirklich eine Mission? Also ist das jetzt so Vergnügen und Arbeit in einem? Oder ist das jetzt mehr so vorwandmäßig? Weil wenn jetzt keiner aufkreuzt, ja, ich weiß nicht so genau. Und auf dem ganzen Boden vor Pudding verteilt. Oh, Erwin, also die große Koryphäe, er war wütend. Ich habe sein Gesicht noch nie so aschfahl gesehen. Also sagte ich, oh, die Fallen außerhalb des Leuchtturms wurden ausgelöst. Das sollte nicht passieren. Okay. Was meinst du, sind wir nicht auf einer Observierung? Das habe ich mir gedacht, das ist ein Date. War das so offensichtlich? Nein, das spielt gerade keine Rolle. Es war nicht offensichtlich, es war der Wunsch, der Vater des Gedanken. Hier sollte eigentlich niemand sein, wenn wir erwischt werden. Sally, bitte würdest du außerhalb des Leuchtturms nachsehen? Ja, klar. Ich werde hierbleiben. Es ist besser, wenn wir nicht zusammen gesehen werden. Ja, das wäre sonst kein Problem, aber das ist das schlechte Gewissen, ne? Das ist das schlechte Gewissen, dann ist es trotzdem auf einmal, ne? Huch. Es ist nicht ungewöhnlich, Galdur in der Hauptstadt zu sehen, aber ziemlich selten mehr als einen in einer ländlichen Gemeinde der Republik zu sehen. Es muss etwas in Klima geben, das sie beruhigt. Vielleicht werde ich einer dazu befragen. So, ich soll jetzt draußen gucken gehen, oder wie? Und dann bist du weg. Ja, ein bisschen nochmal einschmuchen. Ja. Ich hoffe, wir wurden nicht entdeckt. Ja, ist ja schon gut. Riechen Sie sich nicht auf, junge Frau. Wird schon nichts passiert sein. Wir sind ja erst auf Stufe 1 in der Liebelei, ne? Von 4. Die ist ja jetzt weg, ne? Warte, was die Geschichte war da? Finde Hinweise über den Eindringling. Ah, okay. Jetzt muss ich doch noch was schaffen. Finde Hinweise. Außerhalb des Leuchtturms sind die angeblichen Fallen. Also ich befinde mich ja, glaube ich, innerhalb dieses Radius, weil oben wird ja, fängt es ja an zu leuchten. Und ich habe hier irgendwo ein Fähnchen. Wieso habe ich ein Fähnchen? Warte mal. Also im Leuchtturm. Hä? Willst du mich veräppeln? Jetzt hier doch irgendwie oder was? Ja gut, hier könnte sich ja sonst schwer mal drum getrieben haben. Das hat ja nicht unbedingt. Oh, Samo.
Das jetzt so Vorführeffekt oder? Gut. Da scheint nichts zu sein. Okay, da ist auch wieder nichts. Ne, hier nicht. Hier war da auch noch so ein... Okay, hier ist nichts. Ne. Dann ist es doch außerhalb, wie sie gesagt hat. Ein Glas Blaubeermarmelade. Was für eine Person trägt einfach Marmelade herum? Liegt das Ding noch da? Hab ich's jetzt. Es ist noch am Leuchten, ne? Blaubeermarmelade. Auni steht auf Blaubeermarmelade. Eine verbrauchte Rauchbombe und dazu noch eine schicke. Wer könnte die wohl verloren haben? Ah, eine Rauchbombe, okay. Ich, im ersten Moment dachte ich Rauchbombe an die Kleine, aber Rauchbomben sind ja zum Fangen von Käfern. Okay. Gehe ich mal ein kleines bisschen den Kreis weiter. Das war jetzt verdächtig einfach. Ach, schon mal einer guck. Falls jemand Bock hat, mich zu erlösen, weil er ist groß, das heißt, ich kann das nicht alleine. Das ist sehr nett. Oh, sehr lieb. Sehr lieb. Sehr lieb. Ich weiß jetzt nicht, ob das für mich gemünzt war oder ob das für das Palium. Also hier ist wohl nichts mehr. So, dann gucke ich mal kurz. Ne, ist immer noch hier dieses Fähnchen. Weiß ich jetzt nicht, wo... Vielleicht noch die Brücke entlang. Das würde vielleicht Sinn. Sag mal, wie viel wollen denn da bitte schön kommen? Wollt ihr für Palium kommen oder für mein Bäumchen? Ah, okay. Hallo. Ellie. Wife? Ellie. Nee, Ellie Wee. Ellie Wee. Ellie Wee. Crazy Sherlock. Zauberhaft zerstreut. Ach süß. Bäh. Pfannkief. Pfannkief. Pfannkuchen oder was? Pfannkief. Ich weiß nicht. Pfannkief. Ah, da unten hat versucht jemand den
Geysir Aufzug zu nehmen, ne? Der andere ist zum Beispiel auch ein kleines bisschen näher und höher, ne? Ich habe den da auch immer genommen und dachte mir, doch, das passt, das passt. Aber der andere ist, um auf diesen Berg zu kommen, eigentlich günstiger. Um auf den Leuchtturm zu kommen, ist der natürlich ideal, wenn man mehrere Leute da hat, die mitjumpen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich für uns hier waren. Ich hoffe es. Wenn nicht, man. Zwei Spieler in der Nähe. Also einer kommt noch geflitzt, würde ich denken. Die anderen weiß ich jetzt nicht. Ja, komm. Das sind fast 10 Minuten Zeitunterschied. Das war garantiert für den Baum. Okay, jetzt ist nur noch ein Spieler da. Der andere, der rennt bestimmt drumrum. Deswegen. Das wurde eben. Der ist bestimmt hier unter uns vorbeigeflitzt und das wurde dann gezählt und jetzt ist er wieder weit genug weg, dass es dann nicht zählt. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob der Höhenunterschied irgendwie mitgenommen wird vom Spiel. Ich meine ja, dass das Spiel das nicht rafft, aber. Yay. Crazy Sherlock hat als letztes gerufen. Die zauberhaft zerstreute. Ich würde mal davon ausgehen, die findet er als letztes hierher. Oder? Da ist vielleicht der Name Programm oder so. Okay. Das ist Brave Gedöns. Ach, die zauberhaft zerstreute. Da ist sie. Da ist sie. Alle da. So, nicht rennen. Ich muss ja erstmal hier ein bisschen absuchen. Ist hier vielleicht irgendwo was drin? Mal ein bisschen lauschen auch, weil das Glitzerzeug hat ja auch beim Funkeln ein Geräusch abgegeben. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also für eventuell die Treppen runter oder die Brücke, aber ich würde tatsächlich eher so auf die Brücke tippen wollen. Ist vermutlich zu weit weg, ne? Also es war ja wirklich direkt am Leuchtturm. Und da oben, das fängt nicht an zu leuchten. Doch jetzt. Also es ist sehr nah. Vielleicht muss ich mal nach oben gucken oder so, dass ich einfach nur Blindfusch mal wieder bin. Da oben komme ich ja nicht hin, ne? Also.
Ich gehe mal trotzdem noch mal da oben gucken. Vielleicht ist ja jetzt was aufgetaucht. Ich gehe sie mal fragen. Vielleicht hockt er schon da unten und ist mir sozusagen entwischt. Und frisst meinen Apfelkuchen, der Kleine. Nee. Ja. Wir wurden noch nicht entdeckt. Also so offensichtlich, wie die zwei Dinge eben waren, ne? Dachte ich eigentlich, dass das dritte dann genauso fast, dass du da über die Füße fälscht. Aber... vielleicht auch nicht. War ich jetzt wieder blind und hab's nicht gesehen, oder? Ich gehe mal einfach mal so hier gucken. Nö, ist auch nichts. Gibt's hier irgendwo... nee, hier sind's keine Camps. Der lungert ja gerne an so Camps rum, ne? Ich höre nichts. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber jetzt höre ich wieder nichts. Nachdem da wäre ein Flussbaum drunter. So. Ach, guckst du. Im Licht liegt's. Eine eselohrige Kopie einer Abenteuergeschichte. Wer liest schon Bücher über Ritter und Quests? Ja, wer wohl? Wer wohl? Der Kleine. Ich häng ihr. Ständig hänge ich da am Türrahmen fest. So, wie gesagt, habe ich jetzt doch eine Stunde. Ja. Lass uns die Köpfe zusammenstecken. Was hast du gefunden? Zeig ihr die Beweise, Hinweise. Es muss Auni sein. Wenn er uns hier gesehen hat und es jemandem erzählt. Ich entschuldige mich. Ich muss gehen, bevor noch jemand kommt. Ich werde dich später finden, wenn ich kann. Jo. Das tut mir jetzt traurig, dass sie so ein schlechtes Gewissen hat. Das ist dann wieder so heiß-kalt, heiß-kalt, ne? Oh wei, das wird am Ende vielleicht richtig, richtig schlimm werden, oder wie, hä? Ich hatte mittlerweile so die Hoffnung, das wird ganz, ganz zauberhaft und süß und am Ende wird es vielleicht... nee, ja, kriegen wir eine Ausnahme gemacht, weil ich bin ja keine Mairi. Aber nee... die scheinen hier also richtig... Och, echt jetzt? Ach so. Die Tomatensuppe habe ich gegessen. Alles andere habe ich liegen gelassen, oder wie? Gut, ja, es wird ja nicht schlecht hier, ne? Jetzt schmeißen wir auch alles hier rein. Obwohl, warte mal. Ich wollte hier den Apfelkuchen für Tisch behalten. Und er hier kriegt... nee, das nicht. Das klassische Steakgericht war es, wo er drauf abfährt, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, Tamala, die isst gar nichts, ne? Die trinkt nur die ganze Zeit ihre Zaubertinkturen und so. Mehr tut die eigentlich gar nicht. Um jung zu bleiben, trinkt die irgendwelche Tinkturen. Hm.
Gieße ich den da nochmal. Oh. Ach. Hat tatsächlich. Also. Hä? Wenn doch das ganze Gemüse jetzt so weit ist. Wieso ist denn jetzt bitteschön dann der Baum nicht so weit? Der ist nur 6 Uhr morgens so weit, oder wie, hä? Irgendwas war doch, habe ich doch herausgefunden. Entschuldigung. Ui, war eine richtig große Fläche hier. Oh ja, bei Batru demnächst mal wieder Apfelsaat holen. Da muss ich dran denken. So, von dem brauche ich ein bisschen mehr. Ja, komm. Ein bisschen mehr. So. Dann gehe ich doch noch mal kurz dahin und schmeiß vorsichtshalber, bevor ich es nämlich beim nächsten Mal doch vergesse, noch 10 Äpfel da rein. Wenigstens für eine Saat. Gut. Hier waren die Mupfeln drin.